Hallo, ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Es gibt neue Erkenntnisse über die Ermittlungen bezüglich der Ermittlungen von Rammstein bzw. Till Lindemann. Der Sänger von Rammstein sah sich ja zum Schluss jetzt übelster Geschichten ausgesetzt und hat sich da natürlich mit Händen und Füßen gegen gewehrt. Und zwar fand ich es sehr witzig, dass nur eine einzige Zeitung bisher darüber berichtet hat, also entlastend über ihn berichtet hat, und zwar die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da werde ich euch jetzt mal ein paar Ausschnitte vorlesen. Und zwar geht es gleich los im ersten Satz. Mit einem medizinischen Gutachten wollen die Anwälte von Lindemann ihren Mandanten entlasten. Die 24 Jahre alte Nordirin Shelby Lynn hatte Ende Mai in den sozialen Netzwerken ja da Vorwürfe erhoben, bei einer Party während des Konzerts in Vilnius mit K.O.-Tropfen betäubt worden zu sein. Und dann hat sie noch Fotos gemacht von Hämatomen an ihrem Körper. So, das ist wohl untersucht worden. Medizinisches Gutachten. Und zwar ein gewisser Markus Rothschild, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin Uni Köln, der kommt zu dem Schluss, dass es ein Unfallgeschehen ohne Fremdeinwirkung als wahrscheinlichste Ursache besteht. Und zwar sprechen Morphologie und Lokalisation der dokumentierten Verletzung eher für ein akzidentielles Geschehen, also ein kleiner Unfall, gestürzt, sonst was. Die Befunde seien nicht typisch für eine Fremdeinwirkung. Und es gäbe auch keine Hinweise auf sexualisierte Gewalt, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung oder sonst was. Die Ermittlungen in Vilnius wurden eingestellt. Und zwar ist es ja auch so, dass die Anzeigen, die hier in Deutschland laufen oder die Ermittlungen, basieren ja nicht auf Anzeigen von Opfern, sondern von Dritten, die es übers Internet, also über Twitter oder so, erfahren haben. Ja, von daher sehe ich auch da, dass das wahrscheinlich eingestellt wird, weil es überhaupt niemanden gibt, der behauptet, er sei vergewaltigt worden, er hat nachweislich K.O.-Tropfen bekommen, etc. Gibt es nicht, gibt es bis dato gar niemanden. Also sind diese gesamten Vorwürfe, die bis jetzt auf dem Tisch sind, haltlos. Ausnahmslos haltlos. Es wurde auch gegenüber dem Spiegel wurde beantragt, ja, die wurden abgemahnt. Spiegel und diese Schweizer Blick, glaube ich, heißt die, ne? Die Bildzeitung der Schweiz oder Österreichs. Diese Kyla Six, ich weiß immer noch nicht, wie man sich ausspricht, diese ganz furchtbare Frau, von der Videos aufgetaucht sind, wo sie sich extrem sexuell anbiedert. Also manche würden sagen, ich natürlich niemals, ja, dass sie auf diesen Bildern sehr nuttig und billig daherkommt. Sowas würde ich natürlich nie behaupten. Es ist ein ganz nettes Mädchen im Grunde. So, die hatte ja berichtet Anfang Juni und dadurch ist das ja erst überhaupt ins Rollen gekommen. Die hat ja immerhin 5 Millionen Klicks, die gute. Hoffentlich hat sie es gut bezahlt bekommen. Und sie soll in einem Rammstein-Konzert bei einer Privatparty anschließend als Sexobjekt rekrutiert worden sein. Darüber gibt es jetzt eine strafbewährte Unterlassungserklärung, ja, die musste sie abgeben und wenn sie das also nochmal behauptet, kann sie strafrechtlich verfolgt werden. Weitere einstweilige Verfügungen gegen das, was sie gesagt hat, stehen noch im Raum.
Allerdings ist ihr Video bei YouTube wohl offensichtlich noch online. Ja, ich finde, das war abzusehen. Es ging hier hauptsächlich natürlich meines Erachtens nach Bashing der weiße alte Mann, der Böse. Ich habe jetzt übrigens, und das muss ich berichtigen, von jemandem per E-Mail geschickt bekommen, Bilder, wo tatsächlich die ukrainische Flagge auf der Bühne von Rammstein, bei einem Rammstein-Konzert, ich weiß jetzt nicht mehr wo, zu sehen war. Da muss ich mich halt jetzt korrigieren, beziehungsweise ich muss das ergänzen. Ich habe ja gefragt, habt ihr sowas? Ich habe sowas nicht gefunden. Und tatsächlich, es hat mir jemand was zugeschickt. Herzlichen Dank dafür. Gut, das mal eben dazu. Ansonsten, ja, war das wohl einfach nur eine ekelerregende Schmutzkampagne gegen Till. Ich selbst habe schon ganz klar gesagt, ich halte von der Musik gar nichts. Ich kann mal mit seinen sexuellen Vorlieben auch nicht viel anfangen. Auch diese Seite, die es da von ihm gibt, wo er Merchandising verkauft, unter anderem auch, das hätte ich mir fast mal bestellt, Natursekt, das ist einfach eine Flasche Sekt, mit so Goldflocken, wahrscheinlich Blattgold drin, irgendwie, was da drin rumschwebt. Sieht irgendwie ganz witzig aus und es steht eben schön dick drauf. Ja, Natursekt. Gut, das soll es einfach mal gewesen sein. Ich wollte das nur bemerkt haben, dass, wie gesagt, das Ganze jetzt irgendwie nach hinten losgeht. Und ich hoffe sehr, dass die Leute, die da so ganz speziell wie diese Kalja gehetzt haben, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Leute, die da so wirklich aufs Heftigste vorverurteilt haben, ja, die mögen sich doch bitte entschuldigen. Entschuldigung dafür, dass sie jemanden per Hörensagen und eventuell vielleicht und hätte sein und könnte und tralala, ja, vorverurteilt haben. Ich finde das erschreckend, sehr erschreckend und bezeichnend für den Zustand unserer Gesellschaft. Ich hätte da noch einen Punkt, und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass ich diesen Ventilator da stehen habe. Ja, den brauche ich auch dringend, um, wenn das Fenster nämlich nebenan auf ist, diese Luft hier rein zu pusten und ja, einfach gute Luft zu haben. Ja? Und im Sommer, wenn es über 30 Grad ist oder es ist bei mir schon bei 25, 26 Grad, dann brauche ich einfach diese Kühlung. Ja, da können wir noch so viele Leute erzählen, das bringt gar nichts. Ja? Beziehungsweise dein CO2-Fußabdruck, der sähe ja jetzt nicht so gut aus. Das ist völlig falsche Sichtweise. CO2 wird von den Bäumen aufgenommen, umgewandelt, ja, das nehmen sie auf und abgeben tun sie Sauerstoff. Und ich brauche Sauerstoff. Sauerstoff, Sauerstoff. Immer lecker Sauerstoffchen. Das heißt also, ich fütter mit meinem Verhalten die Bäume mit CO2 und sie danken es mir, indem sie mir lecker Sauerstoffchen liefern. Ja, und wenn ich Sauerstoff habe, dann geht es mir gut. Aha, vielen Dank, Bäume. Vielen Dank, CO2. Ich liebe CO2. Noch eine Randbemerkung, und zwar wurde ich, da musste ich erstmal kurz schmunzeln. Ne, ich musste schon fast lachen. Doch, es war schon Lachen. Gefragt, ja, ob man denn mal wieder was von William Tohl gehört hätte. Nein, hat man nicht. In seinen Kreisen hat sich das wohl verfestigt. Ich selber bin ja nicht mehr Abonnent gewesen von William Tohl, habe aber mal wieder reingeschaut und sehe, dass eine gewisse Jade, mit der ich auch schon mal zu tun hatte, wohl weiterhin da involviert ist und wohl ein Musikstück geschrieben hat. Ich werde es mir mal anhören, weil ich die Musik von Jade eigentlich sehr angenehm finde. Ist mehr so ja, meditativ, ruhig, sphärisch. Was Schönes. Gut, ansonsten kann man sagen, er hat nach wie vor 21.000 Abonnenten bei YouTube.
Das heißt also mindestens 20.000 bis 30.000 Menschen, die da noch an ihm dranhängen. Und er macht jetzt weiter einen auf, ach du schönes Deutschland, ach du schöne Landschaft, ach du schöne Kultur, ach du schöne Musik und tralala und hast du nicht gesehen. Ja, super. Viele Leute eingefangen, die sich dann eben mit Tralala und Heißwasser beschäftigen und nicht mit den wirklichen Problemen. Aber das bleibt mal dahingestellt, jeder wie er so meint. Ich habe da nichts dagegen, ist es nun nicht meine Welt. Und von daher, William Toll, alles Gute. Ja, viele Videos fangen immer noch an. This is William Toll speaking to you. Ja, das ist eine Blase, wo man sich gegenseitig einfach nur einlullt. In ach, wie sind wir doch eigentlich so toll und am deutschen Wesen soll die Welt, wird die Welt genesen und weiß ich auch nicht. Also ich finde es nach wie vor sehr befremdlich. So, in einem der letzten Videos, da kann ich gerade mal zitieren, da spricht er über sich selbst, nämlich Antworten auf drängende Fragen. Wer ich bin, ja, das bin ich. Ich bin derjenige, der von Gott gesandt wurde, um euch aus einer Falle von Schuld, Scham und Angst zu befreien. Ich bin aus den Untiefen des Deutschtums auferweckt worden, um euch daran zu erinnern, was es bedeutet, deutsch zu sein. Ja, da kann ich nur sagen, sehr schade, dass er meint, wir, die Deutschen, hätten das wirklich komplett vergessen und er sich jetzt berufen fühlt, uns daran zu erinnern. Ach William, das können wir auch selber. Dafür brauchen wir keinen Dritten, der uns erzählt, wer wir sind. Wir wissen das, nur viele, viele haben es verdrängt. Ja, weiter sagte er auch, dass er zwar innerhalb dieses Systems, was er ja bekämpft, gearbeitet hat, zeitweise gearbeitet, er hat sein ganzes Leben da gearbeitet und zwar sehr in sehr wichtigen Positionen. Und dass er eigentlich hier ist oder dass er eigentlich nur versteht, wie es eben funktioniert, aber er war nie Teil dieses Systems, in dem er sich jahrelang, eigentlich fast sein ganzes Leben lang bewegt hat. Und das in Positionen, die schon gravierend waren. Ja, soweit mal noch ein paar Worte eben, wie gesagt, zu William Toll. Und damit soll es auch schon gewesen sein. Ja, auf der politischen Bühne gibt es so viel Neues nicht. Wir hatten ja schon im letzten Monolog über die AfD gesprochen. Unsere Außenministerin hat mal wieder einen hübschen Bock geschossen. Und zwar hat sie der Frau von der Leyen einen neuen Namen verpasst. Ursula von der Meemen oder so ähnlich. Ich fand es sehr süß, ich werde sie aber jetzt nicht zeigen. Ich habe allerdings ein anderes Video gefunden. Rechnen mit Annalena. Ja, 25% AfD erschreckt mich auch. Das ist mein eigenes Bundesland. Hatten wir zu einer anderen Zeit auch schon mal. Aber wir sollten uns erinnern, was dann passiert ist. Erstens die einfache Mathematik. 25% sind nicht die Mehrheit. 75% sehen das offensichtlich anders. Frau Baerbock, ich möchte Sie einmal kurz daran erinnern, dass Sie mit 14,8% in den Bundestag gewählt worden sind. Das heißt, 85,2% waren dagegen, dass Sie dieses Land mit Ihrer grünen Politik in den Ruin treiben. Ja, und zum Schluss muss ich euch sagen, hier endlich mal ein Video von Frau Baerbock, wo sie ganz ehrlich sagt, was denn bei ihr los ist. Ich bin geistig behindert, ich habe eine Intelligenzminderung, ich habe eine Hirnleistungsminderung, ich habe Suizidgedanken, Zwangsstörungen, Panikattacken, Panikstörungen, Angstzustände, Depressionen. So, die letzte Meldung. Die Deutsche Bahn setzt jetzt Sonderzüge ein
für die Einwanderer, für die Asylsuchenden, für die Migranten, die nach Deutschland wollen. Und es wird auch sehr gerne angenommen. Das war doch noch nicht so ganz die letzte Meldung. Eine Meldung habe ich noch, und zwar geht es um Ronaldo. Ja, der ist jetzt mitten auf dem Fußballfeld während eines Spiels tatsächlich mit seinen Jungs erwischt worden. Ronaldo, sowas macht man noch in der Kabine nach dem Spiel. Ihr Lieben, das war's von mir heute hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr mich unterstützen wollt, habt ihr die Möglichkeit. Hier unter dem Video findet ihr die Informationen dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Für neue freue ich mich, wenn ihr mich abonniert. Ich bedanke mich. Einen schönen Abend. Ciao.